Guten Tag, Herr Dr. Biedenhus. Guten Tag, liebe Frau Lotz. Danke für Ihre Einladung. Gerne. Heute sehen wir uns beim Marketing Club, allerdings nur digital. Sehr schade. Herr Dr. Biedenhus, Sie sind Doktor Ingenieur, Fachrichtung Maschinenbau. Und Sie haben als Geschäftsführer verschiedene Unternehmen geleitet, bevor Sie 12 Jahre im Vorstand der ThyssenKrupp in Essen waren und bevor Sie dann in den Ruhestand gingen. Was machen Sie denn heute? Erzählen Sie doch mal. Also nach meiner Pensionierung begleite ich heute mittelständische Unternehmen als Aufsichtsrat, als Beirat oder auch als Stiftungsrat, je nach Aufgabenstellung und was für Probleme oder Wünsche Unternehmen oder Unternehmer an mich herantragen. Also von Ruhestand kann da keine Rede sein, das ist eher ein Unruhestand. Ich möchte auch nicht in den Ruhestand versetzt werden. Ich kann mich erinnern, dass Sie beim Marketing-Spezialtag einen Workshop gehalten haben. Da ging es um die Besonderheiten im Vertrieb von Investitionsgütern. Was ist denn da so das Besondere? Sie waren ja im Vertrieb international bei ThyssenKrupp. Und was ist denn das Besondere dabei oder was muss man beachten? Also ich meine immer, das Wichtigste ist, dass man das Vertrauen des Gegenübers gewinnt, dass er das Gefühl hat, mein Partner ist vertrauensvoll. Abstimmung der Nasenfaktoren nenne ich das einfach mal. Danach erst, wenn das auf einer vernünftigen Basis funktioniert, können Sie dann über die Technologie, über Terms und Conditions und alles das, was sonst zu einem großen Geschäft gehört, machen. Solche Geschäfte werden ja meist nur einmal gemacht. Sie bauen einen Hafen, eine große Chemiefabrik, eine große Kupfer- oder Erzmine. Und dann im Anlagenbau gibt es keine Silbermedaillengewinner. Man kriegt den Auftrag oder man hat die nächsten 2 Jahre ein Problem. Ja. Und der menschliche Faktor ist erstmal das Wichtige, also Vertrauen schaffen. Ja. Und dann geht es erst weiter. Genau. Erst wenn das passiert, öffnen sich die Herzen auch zu anderen Themen. Sie haben eben von Hafen, von Chemiewerk gesprochen. Was sind denn da vielleicht auch Projekte gewesen, wo Sie sagen, also das war auch was Besonderes oder da erinnere ich mich besonders gerne dran zurück? Also besonders gerne erinnere ich mich an ein Kupferminenprojekt in Kinshasa im Kongo. Dort haben wir zusammen mit der Weltbank, seinerzeit mit Herrn Dr. Köhler, unserem späteren Bundespräsidenten, der war ja Direktor der Weltbank, dieses Projekt verhandelt. Wir haben eine Mine gebaut, die viel Kupfer produziert hat. Die Hälfte haben die Kongolesen für ihre eigenen Bedürfnisse, also für den Staatshaushalt praktisch genommen. Und die andere Hälfte, mit der anderen Hälfte haben sie das große Investment über 20 Jahre mit der Weltbank zurückgezahlt. Daran erinnere ich mich gerne. Es waren interessante Gespräche in Schwarzafrika, in Amerika und in Deutschland. Und es war nachträglich, muss ich sagen, mein schönster Erfolg. Also im Grunde ein Projekt, wo ein Stück Entwicklungshilfe betrieben wurde und ja. Im Grunde Hilfe zur Selbsthilfe, kann man das so sagen? Ja, dort wurde Entwicklungshilfe so gestaltet, dass sie langfristig und wie heißt es so schön, werterhaltend installiert wurde. Sie sind ja heute Vorsitzender der Brainfleet Management GmbH, ein Unternehmen, was andere Unternehmen berät. Was genau machen Sie da und wie läuft sowas ab? Also die Brainfleet Management, die ich mitgegründet habe, ist ein Club der Silbertiger. Wir sind heute ungefähr 40 Teammitglieder, Damen und Herren, und zwar diejenigen, die nach einem erfüllten Berufsleben noch etwas tun wollen und nicht zu Hause sitzen oder nur zum Fenster rausschauen. Sie sind bereit, ihre Erfahrungen weiterzugeben, sich auch zu engagieren, temporär zu engagieren oder in Mandaten zu engagieren, auch mit Investment zu engagieren, wenn es notwendig ist. Aber unsere Hauptaufgabe ist es, sehen wir im Moment, unsere größte Herausforderung ist Generationswechsel in Unternehmen
ordentlich zu gestalten, weil die meisten Unternehmer erst 5 Minuten vor Schluss daran denken. Ich habe ja die 3 U's, unsterblich, unersetzlich, unfehlbar. Und wenn die 3-mal nicht erreicht werden, dann werden Berater gebraucht, um das wieder weiterzubringen. Und das ist so heute unsere Aufgabe, die wir sehr gerne erfüllen. Kann man da mitmachen? Muss man sich da bewerben? Oder wie? Nein, wir sind ein Beratungsunternehmen. Wenn Sie Ihren 3. Lebensabschnitt planen, und das empfehle ich jedem, nicht nur bis zum 31.12. bis zum 65. Lebensjahr zu denken, sondern darüber hinaus, bis der Herrgott mal irgendwann klingelt, zu denken, dann sind wir ein interessanter Partner zur Gestaltung des 3. Lebensabschnittes. Und jetzt, ich kann das ja sagen, ich bin ja nun jetzt schon 20 Jahre da drin, ist das der interessanteste Lebensabschnitt, wenn man ihn richtig gestaltet. Ja. Das heißt, man sollte ihn wahrscheinlich dann auch vorher planen? Sicherlich. Man weiß ja, wann man in Pension geht, auch wenn man das nicht wahrhaben will. Man weiß ja, wann ungefähr Schluss ist, 63, 65, 67, je nachdem, was Sie machen. Aber danach geht das Leben ja weiter und das soll auch geschäftlich weitergehen. Sie haben so viel Erfahrung, Sie haben so viel Kenntnis. Es wäre schade, wenn man die gerade dann nur unter der Glasglocke hält, anstatt sie an diejenigen weiterzugeben, die danach fragen. Wir geben nur an diejenigen weiter, die danach fragen. Wir drängen uns niemanden auf. Was ich schön fand, ist auch, dass Sie sagten, also dieser 3. Lebensabschnitt, das rundet ja auch alles nochmal so ab. Denn für viele scheint das, wenn man in jungen Jahren ist, denkt man ja eh nicht drüber nach. Aber wenn man so, viele haben mit 50 ein Problem, die anderen haben mit 60 ein Problem und man meint, es ging danach nichts mehr weiter. Aber es ist immer schön zu hören, dass da ja noch einiges kommt und dass das eine Abrundung sein kann. Und wenn man das richtig gestaltet, ist das eine echte Lebensfreude. Sie genießen die Familie, Sie genießen Ihr Umfeld, Sie genießen auch nochmal geschäftliche oder wirtschaftliche Erfolge. Es macht einfach Spaß. Ich habe schon mal gesagt, so oft, Leben ist wie ein Eishockeyspiel. 1. Drittel Ausbildung, 2. Drittel Beruf, 3. Drittel Pensionierung und Vollotz, wann werden die Eishockeyspiele gewonnen? Im 3. Drittel. Also machen Sie das 3. Drittel richtig. Schön, hört sich sehr attraktiv an und ich denke, das ist auch ein guter Tipp an alle Zuhörer und Zuschauer, die vielleicht gar nicht mehr so weit davon entfernt sind. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, also ich denke, das nächste Mal sprechen wir wieder beim Marketing Club live am Stehtisch und ich hoffe, das ist schon. Genau. Und vor allen Dingen nicht so trocken, weil es ja jetzt so heiß ist. Ne? Genau. Dann danke ich Ihnen für heute ganz herzlich, trotz Hitze, sich die Zeit genommen zu haben. Ich habe auch das Gefühl, man schmilzt hier so weg, aber demnächst sehen wir uns beim Kuchen. Wir haben hier 35 Grad. Das ist nicht für unsere mitteleuropäischen Verhältnisse. Genau. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne habe ich das für Sie getan. Wunderbar, ich danke Ihnen. Gute Zeit, bis bald. Danke, ich freue mich aufs normale Wiedersehen. Ja, tschüss. Tschüss.